Was geht ab, meine Seefighter Osterie? Und jetzt bin ich gespannt, wie es nach dem letzten Part natürlich nun weitergeht. Denn im letzten Part ging es schon ab, um ehrlich zu sein. Da ging es auf jeden Fall ab. Da hat sich der Direktor kurz mal revealed. Da gab es ein Face-Reveal vom Direktor ohne Nase. Hat er sich gezeigt, wie schön er doch aussieht. Bin gespannt, ob es sich jetzt im Prinzip ein wenig hinzieht oder ob wir direkt hin können, mehr oder weniger. Verfolge Galena, Paris, verfolge Galena in Japan. Like legit eigentlich, Freunde, könnte ich direkt hier hinspringen. Und ich glaube, die zwei gehören Logo zu der Story. Aber ich glaube, ein wenig Training, ich weiß nicht, eigentlich nicht so Fan davon. Eigentlich würde ich auch wirklich direkt dahin gehen. Aber ich würde auch gerne einfach alles so von der Story mehr oder weniger spielen. Ich meine, diese blaue Mission gehört noch dazu. Ich will die jetzt einfach nicht so überspringen, sage ich mal. Erstens. Ich gehe stark davon aus, dass es so auch Trainingsquests wieder sind, Trainingskämpfe, Vorbereitung einfach für den Kampf. Ich hoffe, es hilft uns im Endeffekt, weil im letzten Part haben wir auf jeden Fall gesehen, die Gegner werden nicht einfacher, sie werden immer, ja, schwerer und schwerer, aber beziehungsweise schwieriger. Und deswegen gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Oder besser, whatever man sagen will. Olle, ja. An eine Freundin denken. Oh je. Traurig, traurige Welt. Ja, genau, es sind jetzt einfach so Trainingskämpfe, schätze ich mal. Aber ich glaube, die können wir auch auf jeden Fall hoffentlich hinter uns bringen. Ob alle in diesem Part machbar sind, weiß ich halt nicht. Kommt drauf an, wie ich mich anstelle, ne? Schau mal, Freunde. Wie das Ganze jetzt bewerkstelligen werden. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich denke, wir lernen uns langsam dem Ende. Ich will diesen Typ mit der ohne Nase einfach eine reinhauen. Ich kann leider seine Nase nicht brechen. Weil er hat keine. Hahaha. Flachwitz, ciao. Aber ja. Machen wir einfach mal. Okay, ich hab zum Glück Ryo am Start. Auf den komme ich ja klar. Bam, bam. Boom. Kriegst doch den hinterher, let's go. Ryo ist geil. Ich komme mit ihm sehr gut klar, zum Glück. Weiß nicht warum, aber irgendwie. Ist, ja, natürlich weiß ich warum. Er ist auch ein Gentleman wie ich. Das ist so geil mit dem einfach, ich fest. Die haben den so geil gemacht. Junge, was ist da los? Bam! Wobei, um ehrlich zu sein, ich kenne nicht den Unterschied, den wirklichen Unterschied zwischen R2-4 und R2-3 bei ihm. Okay, ich denke, R2-3 macht mehr Schaden, aber ob außerhalb davon irgendwas anderes macht, kann ich so gar nicht sagen, um ehrlich zu sein, weil das sind zwei Schüsse. Aber mir kommt so vor, als würde er R2-3 durchkommen, durchs Schutzschild auch. Okay, doch, oder irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Der ist so cool. Das ist einfach so ein geiler Charakter. Oh, 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 oh. Ich war nämlich auch gerade dabei, einen Angriff zu machen. Kam das aber durch? Ich weiß gar nicht. Nee. Easy, guck mal, easy. Sehr gut. Gut, aber die sollen auch trainieren. Ich denke, das wird wichtig sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der Endkampf sein wird, Freunde, wenn der Kampf gegen Kane schon so am Eskalieren war. Wirklich, wenn ich von einer Kombo so viel geschluckt habe. Dann müssen wir auch gegen Galena kämpfen und dann erst gegen den Endkampf. Aber ich freue mich irgendwie auch drauf. Wirklich, ich freue mich auch irgendwie drauf. Um zu sehen, was dann am Ende im Endeffekt abgeht. Genau. Ob so oder so. Die Trainingssession, ja. Die sind es jetzt halt. Die werden bestimmt Zeit auf jeden Fall in Anspruch nehmen. City Hunter. Vielleicht wäre es eigentlich mal so schön, wenn ich mir City Hunter gebe. Ey, der jetzt.
Das hat mich schon interessiert wegen dem Hauptcharakter, möchte sein. City Hunter, der hantiert in der Nacht so. Der ist auf Frauenjagd, sag ich mal, bestimmt. Aber erstmal Jojo zu Ende bringen, Freunde. Jojo bin ich gerade auf Part 3. Part 3, glaube ich, genau. Geil. Wirklich. Macht schon Bock, Jojo anzuschauen. Genau. Witzigerweise bin ich doch nicht bei Dio, okay? Also von Part 3. In Part 3, sag ich mal. Aber irgendwie ist Dio jetzt schon mein Lieblingscharakter so. Ich kann es kaum erwarten, den zu sehen. Und ja, herrlich, dieses Savarudo habe ich auch noch nicht gesehen im Anime eigentlich. Aber ich hab's genug. Ich kenne es. So vom Spiel. Oder eine Szene so. Und ich bin so gehypt auf diese Szene einfach. Das ist einfach. GG. Ist die Welt! Okay. Alle zugehört, bla bla, Unterrichtsstunde jetzt. Na, tralala, wir haben keinen gefallen. Genau, Lektion braucht. Man sagt, egal wie lange das aussieht. Mimi. Ey, lol. Und ein Kollege von mir schaut Yu Yu Hakusho. Hakusho, sagt, ja, keine Ahnung. ja, schauen wir mal. Genau, die Trainingssession. Ich finde diese, so diese blaue Mission, die gehen ja noch, Gott sei Dank. Also, die sind auch machbar, wirklich, so ist nicht. Nimmt da ein bisschen Zeit in Anspruch, aber im Endeffekt hilft es schon, wenn die Charaktere dann auch ein höheres Level haben, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch wenn der Unterschied vielleicht ein bisschen oder wenig ist, aber es hilft auf jeden Fall. Oh. Super Training, oder Kakashi, was sagst du? Diese Emo Sasuke, ohne Spaß. Lol, Deku soll einfach nur zusehen und lernen. Lernen! Der soll jetzt einfach nur ein bisschen lernen, ey. Der unser Beobachter Deku. Welche Melodie war das? Der Gewinner bekommt einen virtuellen Handdruck. Oder einen Handschlag. Virtuellen Handschlag. Alright. Wie gesehen. Komm jetzt, die Kakashi. Oh je, mal langsam, ey. Schattendoppeln am Werfen. Oh oh. Junge, wie lange brauchst du dann? Furzding hinzuschmeißen, nee, das gibt's doch nicht. Oh, was ist das? Er findet mir jetzt Fähigkeiten oder was? Was ist mit der? Oh mein Gott, wie krank. Der hat's überlebt. Ach so. Wo ist die? Seh nichts. Alter, ich wollte nicht. Guck mal, warum spammt jetzt? Kommt davon. Raus mit dir, Mädel. Zack, raus, aber schnell. Gut, die sind jetzt alle auf 39. Sehr schön. Schauen wir mal, wie das Ganze verlaufen wird. Jetzt haben wir zwei von wie viel gemacht? Okay, drei haben wir noch. Der Gott ist so, dass du das weißt. Geisterdetektiv. Hast du richtig gelesen? Geisterdetektiv. Wer von ihnen ist ein Geisterdetektiv? Bitte. Lol. Ah! Aua. Ach so, lol. Yusuke.
Let's go, alle trainieren. Trainingssession angesagt. Wir wollen alle trainieren. Gehört auch dazu auf jeden Fall. Also ich will jetzt, es wird wahrscheinlich eh so sein, dass eine Combo von Prometheus mir so oder so übertrieben viel Schaden machen wird. Also ich werde nichts anderes erwarten im Endkampf dann gegen ihn. Aber zumindest will ich sagen können, ihr hättet mich vorbereitet, weil ich bin nicht da einfach hingerannt, so, ihr hättet mich schon vorbereitet. Und auf einmal gehe ich rein und spiele mit komplett anderen Charakteren, die Level 30 sind oder so. Überleg mal. Ne, ich glaube, keiner ist von den Level 30, aber trotzdem, überleg einfach mal. Ich hoffe, ich kann Charaktere auswählen zum Endkampf. Sowas von Zorro, aber sowas von Freunde. Einfach mit reinnehmen, fertig. R2-Dreieck, Bauer, R2-Dreieck. Zorro ist krank. Ihr müsst mal überlegen, Zorro hat keine Teufelsfrucht. Der hat jeden zur Seite geklatscht, mehr oder weniger. Aber vor allem nach einem Timeskip, der hat jeden zur Seite geklatscht. Ohne Teufelsruf. Was würde abgehen, wenn er eine hätte? Also wirklich. Wohin, ey? Oh, Ichigos Angriffe fühlen sich so, so clean an. Darf ich das ausweichen oder ist das kein Bock mehr? Makasero Ichigo! Hakuren! Nee, das soll ich nicht machen. Makasero Ichigo! Hakuren! Wieder falsch gemacht. Ich Idiot, ich denke gerade an einen anderen Charakter. Makasero Ichigo! Hakuren! Scheiße, ist der hier, es ist gut, Mann. Das gibt's doch nicht. Alter, der Yes ist es mal übel. Nein. Yes ist es mal übel, Digga. Oh. Makasero Ichigo. Hakuren. Makasero Ichigo! Hakuren! Yaruna! Haha! Oh, ich hab schon. Nameten janedo! War zu voll! Makasero Ichigo! Hakuren! Komm ran, Junge! Oh mein Gott! Wie wenig Schaden hatte! Hakuren! Oh, verfolgt doch! Leigan! Makasero Ichigo! Nein! Nein! Ich hab Angst! Schau auf mit dir! Ins Gesicht! Was? Oh mein Gott, wie cool das von dem war! Jetzt batz ins Gesicht, du! Ja, okay, läuft gut bis jetzt. Muss ich jetzt ehrlich gestehen, läuft bis jetzt gut. Ich habe eine Idee. Dring! Bide? Ja, Glühbirne ausgewechselt, die ist kaputt gegangen. Keiner weiß. Lieber Mr. Krabs, ich sag, ich habe eine Idee. Wer kennt die Szene? Als ich die Szene zum allerersten Mal im Fernsehen gesehen habe, als Kind. Oder Teenie, whatever. Verdammt nochmal, habe ich mir ein abgelacht. Die waren alle so ernst drauf, die haben nach einer Idee gesucht wegen dem Krabbenburger. Also, dass sie irgendwas Neues bringen, damit sie das verkaufen. Thaddeus überlegt so, oder den hat Dings am Ass vorbei, glaube ich. Aber Mr. Krabs überlegt so übel und keiner hört SpongeBob zu. SpongeBob sagt, Mr. Krabs, ich glaube, ich habe eine Idee. Alle reden so, Mr. Krabs, ich glaube, ich habe eine Idee. Und die haben den gar nicht beachtet, der hat es übel oft gesagt. Dann sagt er, Mr. Krabs. Und dann dreht er sich um und sagt, auf was warte ich noch? Dann kommt so, tuff, Licht von oben. Kommt er so mit Engel runter mit einer Harfe. Lieber Mr. Krabs, ich sag, ich habe eine Idee. Dann packt er den und sagt, auf was warte ich noch? So rum war's. Und ich habe mich in der Szene, ich habe mich so kaputt gedacht, weil er von oben einfach runterkam. Jedenfalls hat er dann diese bunten Burger vorgeschlagen und die haben den ausgelacht. Ja, ah, die haben übel ausgelacht. Und dann hat er doch seinen eigenen Stand eröffnet vor seiner Haustür. Beste Szene war. Warte kurz. Lass mal kurz hier reingehen. Beste Szene war, der ist so da, öffnet seinen Stand, da macht er diesen hier so.
So, warte. Der macht. Dring! Also, open. Alle kommen eskalieren. Jeder war da. Jeder hat bei ihm gekauft. Wie brutal das war. Die Folge war übel witzig. Ah, jetzt kommen die Dragons. I let the dragon control you. Ikuzo. Ikuzo, die. Okay. Der Dai. Was geht hier ab? Galena. Oh, was ist jetzt los? Oh lol, dreimal Freezy. Freezy! Kopien von Freezy, macht dich bereit. Wo ist der andere? Oh, Sabo. Ah, der ist schon kein Drache. Ja, ja, ja. Schon Pegasus. Gut, Sabo haben wir am Start. Ich find Sabo cool, ganz ehrlich. Ich fand die Geschichte mit Sabo auch übel geil. In One Piece. Ich fand's cool auf jeden Fall. Ich finde, was One Piece gut macht, ist, wie sie die Gesellschaft zeigen. So Systeme und sowas. Bringen sie sehr gut rüber, finde ich. Habe ich, glaube ich, aber schon öfters gesagt. Naja, was soll's. Okay. Sodele. Okay, mit dem kann ich mich nicht aus. Den habe ich schon ein bisschen geärgert. そんな攻撃。おお、バス。 BAM! Junge! もうここまでだ。この星もろとも貴様らを取りに来てよ。キューサバキュー。ローザン、2つならどうだ。2つならどうだ。ロン。 任せてくれ。よっしゃ。この。よし。引き裂け。おお。おお。ガイ。承知した。よっしゃ。ほら。引き裂け。おお。わあ、ガイルコンプ。それ。よっしゃ。来ますよ。これ。 Lol, den Namek-Vibes. Der hat sich selbst aufgeschlitzt. Keiner weiß. Okay. Letzte blaue Mission. Und dann. Dann würde ich gerne mit Galenas Mission eigentlich anfangen. Ich hoffe nur, dass es nicht allzu lange geht. Let's go. Okay, sehr schön. Das war gut. Genau, Geräusche. Bidi. Welche Geräusche? Bitte. So. Jotaro. Hey, wohin? Was geht jetzt ab? Eskalation. Wie die schaut. Hey, Luffy. Ha ha.
So. Was ist hier los, Luffy? Mugiwara! Da lang, da liest du die Geräusche oder was? Sitar Platinum! Das gefällt mir, let's go. Eskalation, alle eskalieren. Jetzt bin ich gespannt, wer ich sein darf, also indem ich mich prügel. Mit Ruffy hatte ich kein Problem, ohne Spaß. Mit Ruffy habe ich kein Problem. Ich finde, Ruffy haben sie echt gut gemacht. So. Weiß nicht, ob es nur an mir liegt oder. Aber ich fand, mit denen kann man gut kämpfen. Zack, zack. Gott. So, the lay. Was? Dann Kragen. Sieh nichts. Irgendwie doch noch getroffen. Aber. Oh, der hat mich gut gewechselt. Was war das? Ich wollte meine Superdeck einsetzen. Was ist das? Hey, keiner weiß. Oh mein Gott, was war das am Ende? Keine Zeit mehr gehabt. Krass. Gut, aber den hätten wir jetzt auch Gott sei Dank besiegt, ja, ohne Spaß. Schnell, ich sag raus, aber schnell. Let's go, raus mit dir. Genau, jetzt gehen wir noch rein bei Galenas Mission. Und dann bin ich doch schon, was da abgeht. Wir gucken, wir springen mal nur rein. Ich will das nicht allzu lang halten. Wenn wir den ersten Kampf verlieren, nicht schlimm im Endeffekt. Dann machen wir im nächsten Part weiter, aber ich will einfach mal sehen. Ja, wir müssen eher einmal gegen ihre Kopien kämpfen. Sie hat ja Kopien von ihr versandt. Einmal nach New York City und einmal wo war's? Ich weiß gar nicht mehr. Naja. Ja, was ist los, Trunks? Was schaust du so? Hallo. Okay. Keiner will mehr reden, alles klar. Okay. GG. So, jetzt aber. Jetzt genau, springen wir hier wie gesagt rein. In Paris ist sie erstmal. Paris und Japan war es. Alright. Wir kämpfen sicherlich gegen ihre Kopien. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wenn der erste Kampf verloren geht, nicht schlimm. Dann machen wir den nächsten Part weiter auf jeden Fall. Oh, jawoll. Genau das. Wo ist Zorro? Ja, mit dem. Und Rio. Let's go. Galena, Korenara, Dokashu. Kirisake. Ole, weg. Oh, wow, wow. Hast neue Attacken gelernt. Batz. Komm erstmal ran, Lady. Oh. Runter mit dir. プレゼントよ。どうかしら。そこね。どうかしら。そこか。素敵でしょ。プレゼントよ。
Nein! Nein, lass mich in Ruhe! Der ist so geil. Ey, wohin siehst du? Shishisoso! Der ist so cool. Oh mein Gott, last second. Beyblade! Oh nein, ich wollte eigentlich gar nicht wechseln. Hallo? Bibi? Bitte? Bitte? Ah, wo ist die vor mir? Lady, komm runter, ey, komm runter! Noch einen hinterher. Easy, Freunde! Perfekt! Dann würde ich sagen, lass uns hier Schluss machen. Und dann sehen wir uns im Zeitkampf gegen Galena in Japan wieder. Bis dann, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't want